Werte Lords, werte Ladies, willkommen zu diesem Video. Ich bin Peter und ich bin Autor der Fantasy-Buchreihe Die Chronik von Stahl und Feder. Und in diesem Buch möchte ich mit euch über ein großes Mysterium reden, wenn es um das Bücherschreiben geht. Nämlich die Schreibblockade. Was es mit diesen Schreibblockaden auf sich hat, möchte ich gerne in diesem Video zusammen mit euch etwas anschauen, denn ich lehne mich aus dem Fenster und behaupte einfach mal, es gibt gar keine Schreibblockaden. Die Chronik von Stahl und Feder. Eine raue Fantasy-Buchreihe über Kriege und Intrigen. Schreibblockaden sind irgendwie so ein Ding. Mir fallen verschiedene Serien, Bücher, Filme und sogar ein Game ein, in denen es um Schreibblockaden geht. Die Entstehung stelle ich mir so dann in etwa folgendermaßen vor. Wir haben da ja in unserem neuen Film einen Schriftsteller. Hast du eine Idee, was wir ihm für einen inneren Konflikt geben könnten? Ja, weiß nicht, geben wir ihm einfach eine Schreibblockade. Das ist ja die beste Idee. Du bist wirklich ein Genie. Ich glaube, viele Leute stellen sich einen Autor mit Schreibblockade so vor, wie das schreibende Genie, das gerade von seiner Muse verlassen wurde und nun nichts weiter als eine leere Hülle ist. Die Schreibblockade umgibt den Mythos, dass es sich um eine Art Krankheit handelt. Und wenn die Schreibblockade erst einmal überwunden ist, gibt es kein Halten mehr und der Autor schreibt sein Werk wie im Rausch nieder. Doch im Grunde gibt es die Schreibblockade gar nicht. Zumindest nicht so, wie wir sie uns vorstellen. Vielmehr glaube ich, dass die Schreibblockade das Symptom verschiedener anderer Probleme ist. Für dieses Video habe ich drei Hauptgründe für die Schreibblockaden ermittelt, wobei natürlich nicht immer jedes Problem auftreten muss oder zutreffen muss. Und damit wir anschließend nach diesem Video nicht nur Probleme gewälzt haben, habe ich für jeden Grund der Schreibblockade eine Lösung parat für euch, damit ihr ganz befreit von jetzt an schreiben könnt. Grund Nummer 1 für eine Schreibblockade: Druck von außen. Damit meine ich ganz konkret, wenn der Verlag und oder die Leser unbedingt etwas Neues von dir lesen möchten und du sie nicht erwarten lassen kannst. Zugegeben, ein gewisser Druck kann ganz hilfreich sein, überhaupt in eine neue Geschichte einzusteigen und in die Gänge zu kommen. Wer keinen Druck hat, verschiebt vielleicht nach dem Verpuffen der ersten Euphorie das Schreiben auf morgen auf und dann auf übermorgen und auf überübermorgen. Und dann ist die Gefahr groß, dass das schöne Projekt, für das wir uns so viel vorgenommen haben, einfach versandet und liegen bleibt. Aber Zeit- oder Erfolgsdruck kann natürlich auch blockieren. Und was passiert, wenn ein Autor blockiert ist? Ja, genau. Die Schreibblockade. Der zweite Punkt ist mit dem ersten verwandt, aber doch unterschiedlich genug, dass er einen eigenen Punkt erhält. Nämlich Grund Nummer 2 für eine Schreibblockade: Druck durch dich selbst. Stellen wir uns folgendes Szenario vor. Du hast eine unglaublich gute Idee für eine Geschichte mit wirklich tollen Twists und auch die Figuren versprechen viel Spannung. Du kannst es kaum erwarten, endlich loszulegen. Das Schreibdokument am PC ist bereits offen oder, wenn du von Hand schreibst, der schöne Kugelschreiber und das Notizbuch mit dem Ledereinband liegen bereit. Zudem hast du dir noch ein Gläschen Wein eingeschenkt und willst loslegen. Und dann schreibst du den ersten Satz. Aber er gefällt dir nicht. Du streichst ihn. Beginnst noch einmal von vorn. Der zweite Versuch ist schon etwas besser, aber irgendwie noch nicht genau das, was du dir vorstellst. Schließlich muss beim neuen Projekt alles perfekt sein. Dann endlich, im zehnten Versuch, bringst du etwas zu Papier, was dich wirklich zufriedenstellt. Das Problem ist nur,
Bis dahin ist eine ganze Stunde vergangen und du hast nichts zustande gekriegt, außer des ersten Satzes. Du bist frustriert, weil du kaum vorangekommen bist und fragst dich, ob es die Mühe überhaupt wert ist. Nach der zweiten Stunde und nur wenige Sätze später legst du den Stift hin. Willst du morgen weitermachen? Vielleicht läuft es morgen ja besser. Doch weil du das Gefühl hast, deinen eigenen Ansprüchen nicht zu genügen, schreibst du morgen nicht. Und auch übermorgen nicht. Und auch übermorgen nicht. Und so geht es weiter. Und schlussendlich musst du einsehen, dass du an deinen eigenen Ansprüchen gescheitert bist. Problem Nummer 3, das zu Schreibblockaden führen kann, höre ich immer wieder. Und Problem Nummer 3 lautet: Sackgasse in der Geschichte. Stell dir erneut vor, dass du an deinem Schreibdokument sitzt. Die Geschichte fließt, verändert sich in diese, in jene Richtung. Die Figuren sind vielschichtig und interessant, stürzen sich in zahlreiche spannende Konflikte. Der Moment kommt, dass du als Autor sie nicht mehr kontrollieren kannst. Sie möchten dieses oder jenes machen, weil es für ihren Charakter gerade wichtig ist. Irgendwann haben sich deine Figuren so weit verselbstständigt, dass sie ein Eigenleben entwickelt haben. Du kannst sie nicht mehr kontrollieren, egal was du tust. Statt allein durch den Wald zu gehen, damit der Leser eine spannende Szene kriegt, kuschelt die Figur lieber mit ihrem neuen Freund auf dem Sofa und die ganze Gefahr ist dahin. Und überhaupt muss sie gar nicht allein durch den Wald, weil der neue Freund ein Auto hat, mit dem er die Protagonistin dann nach Hause fahren kann. Das Problem ist aber, diese spannende, gruselige Szene im Wald wäre der Auftakt für die weitere Geschichte gewesen. Und das bleibt nun aus und jetzt weißt du nicht, wie du die weitere Handlung von jetzt an vorantreiben sollst. Du hast dich in eine veritable Sackgasse geschrieben. Doch wir wollen in diesem Video nicht einfach nur Probleme wälzen, sondern ich möchte euch ein paar Tipps mit auf den Weg gehen, wie ihr möglichen Problemen und Schreibblockaden aus dem Weg gehen könnt. Darum, komm, lass uns doch rübergehen zu den Lösungen. Wir erinnern uns hoffentlich noch, ich hoffe, ich erinnere mich, weil ich mache das Video. Ja, blöd, wenn ich jetzt was vergessen hätte. Problem Nummer 1 war ja der Druck von außen durch die Leser, die etwas Neues lesen wollen, weil sie Fan von dir sind. Gratulation dazu. Oder der Verlag, weil er mit dir etwas Geld verdienen möchte. Auch dazu Gratulation. Allerdings gibt es für dieses Problem gar nicht so eine einfache Lösung. Um ehrlich zu sein, möchte ich dir gar keine konkreten Tipps geben. Da möchte ich ehrlicher sein als so manche Kartenlegerin spät in der Nacht. Aber ich verspreche hoch und heilig, dass die Lösungsansätze für Problem 2 und 3 dann konkreter zu befolgen sind. Aber noch einmal kurz auf die Lösung für den Druck von außen. Wenn du merkst, dass dich dein Druck am Schreiben hindert, kann ich dir vielleicht nur ganz allgemein empfehlen, deine Work-Life-Balance zu überdenken. Aber wie gesagt, jeder steckt in einer anderen Situation und muss für sich selbst Lösungen herausfinden. Sicher ist nur, dass ein zu großer Druck auf lange Sicht ungesund ist. Wie versprochen gibt es für Punkt 2 eine deutlich einfachere Lösung, sogar eine ziemlich konkrete Lösung, wie du damit umgehen kannst. Wir erinnern uns, du hast den ersten Satz geschrieben und warst ein Perfektionist und wolltest einen perfekten Buchanfang schreiben, das ist dir nicht gelungen und dann hattest du keine Lust mehr. Und die Lösung für dieses Problem ist eigentlich ganz simpel. Einfach losschreiben. Nichts korrigieren, nichts ausbessern, sondern einfach stur weiterschreiben. Aber dann wird ja mein Text scheiße und das will niemand lesen. Ja, stimmt. Deinen ersten Entwurf will wirklich niemand lesen. Aber der erste Entwurf ist ja nicht das fertige Buch. Bis du wirklich sagen kannst, jetzt ist es fertig, vergehen noch diverse Überarbeitungsschritte. Und selbst wenn du nach einer Stunde glaubst, den absolut perfekten Satz gefunden zu haben, ist die Chance groß, dass er dir in einem halben Jahr vielleicht gar nicht mehr gefällt. Dann hast du für nichts eine Stunde verbracht, den perfekten ersten Satz zu finden.
Übrigens kann dich dieses Schicksal nicht nur beim ersten Satz ereilen, sondern auch mit jedem Einzelnen in deinem Buch. Also versuch nicht von Anfang an, die perfekten Sätze zu finden. Das sagt übrigens auch Ernest Hemingway. Das ist so ein relativ einflussreicher Autor des vergangenen Jahrhunderts. Hat zum Beispiel der alte Mann und das Meer oder Wem die Stunde geschlägt geschrieben. Und dieser Ernest Hemingway hat mal gesagt, der erste Entwurf ist immer scheiße. Ja, dann wollen wir mal auf den alten Meister hören. Und für Lösung von Problem Nummer 3, dass du dich in eine Sackgasse geschrieben hast, kann ich dir nur ganz simpel raten, schreib deine Geschichte fertig. Gleich vorweg. Ja, es ist bestimmt schwierig, die Geschichte zu beenden, wenn du das Gefühl hast, dass von jetzt an nichts mehr, wirklich rein gar nichts mehr, in deiner Story Sinn ergibt. Ich bin aber trotzdem ganz stark der Meinung, dass es wichtig ist, seine Geschichte zu beenden. Wir erinnern uns an Hemingway. Der erste Entwurf ist immer scheiße. Überarbeiten geht immer. Aber zuerst mal brauchst du einen Text, mit dem du arbeiten kannst. Und ich habe für mich bemerkt, wenn erst einmal ein Text da ist, daran kann man feilen und das gibt ein viel besseres Gefühl, als nichts zu haben und erstmal irgendwas erschaffen zu müssen. Ich arbeite lieber mit einem schon vorhandenen Text rum, mal fertig schreiben. Wenn du wirklich, wirklich, wirklich nicht mehr weiterkommst, dann geh in deiner Story trotzdem ein Stück zurück. Verwirf die letzten Seiten, bis du an dem Punkt bist, wo du mit der Geschichte in eine andere Richtung abbiegen kannst. Der Übergang vom alten Text zum neuen muss nicht einmal besonders smooth oder rüttelfrei sein. Du bist ja immer noch am ersten Entwurf. Muss ich noch einmal Ernest Hemingway zitieren? Nein? Okay, ich lasse es. Was ich sagen will. Auch wenn die Story, an der du gerade schreibst, noch nicht das berühmte Yellow from the Egg ist, oberste Priorität hat trotzdem, das Buch mal zu schreiben. Erst wenn du eine Story fertiggestellt hast, bietet sich dir der Überblick, wo es überall alles noch hapert und wohin es im Detail wirklich gehen soll. Und auch, wie es um deine Motivation bestellt ist. Vielleicht findest du schließlich doch, dass du dich einem anderen Projekt zuwenden möchtest. Nicht für jede Geschichte lohnt sich weiterer Einsatz, aber die erste Fassung sollte unbedingt zu Ende gebracht werden. Und nun das Fazit. So, meine Kinder, was haben wir heute gelernt? Nun, meiner Meinung nach ist die Schreibblockade nicht Ursache, sondern Symptom. Wenn du das Gefühl hast, dass du in einer Schreibblockade steckst, empfehle ich dir, einfach mal genau in dich hineinzuhören. Vielleicht findest du ja die Lösung, damit du wieder die Freude am Schreiben findest und in deinem Projekt weiterkommst. Wenn dir nun dieses Problem mit der Schreibblockade bekannt vorkommt und du noch weitere Lösungen kennst, um Schreibblockaden zu überwinden, würde es mich sehr freuen, wenn du es mich und die anderen Zuschauer unten in den Kommentaren wissen lassen würdest. Ich würde mich sehr über eine Diskussion freuen. Übrigens auch dann, wenn du gar nicht meiner Meinung bist, was Schreibblockaden betrifft. Ansonsten soll es das schon wieder gewesen sein. Ich bedanke mich vielmals für die Aufmerksamkeit, wünsche euch eine schöne Zeit und natürlich auch heute wieder. Schreibt schön!